Wenn er jetzt nicht hinhört, nein. Aber die Frage ist tatsächlich, das ist ja eine Verteilungsfrage tatsächlich. Sind orthopädische oder andere Leistungen mehr bewertet als eine Generalleistung? Bei uns überhaupt gilt ja auch der Bereich, Spezialisten sind dann erkannt, wenn sie von ganz wenig sehr viel wissen. Also am besten von nichts alles. Das ist der optimale Spezialist. Diejenigen, die eine breite Ausbildung oder ein breites Angebot an Spezialistentum haben, gelten dann ja nicht so viel. Das habe ich selbst gemerkt, als ich aus dem Krankenhaus als Oberarzt, das war schon eine tiefe narzisstische Kränkung, als ich auf einmal Landarzt war. Warum eigentlich? Das ist in der Öffentlichkeit, glaube ich, so. Der ist Spezialist. Na ja, das ist so. Aber Sie sind doch nach wie vor Internist. Ja. Und wenden das, was Sie gelernt haben, an. Das beste Beispiel, ich musste zum Notarzteinsatz, zum Einsatz, und sagte ich zum Sani, der auch schon gekommen ist, lass uns mal schnell einen zentralen Zugang legen. Ich bin leitender Notarzt nebenher gewesen. Und der sagte mir, wollen wir nicht lieber auf den Assistenten aus der Klinik warten? Was schlagen Sie vor? Eine Imageverbesserung? Man weiß ja, warum man das macht. Und ich glaube, es geht auch nicht so wirklich nur ums Geld. Es geht auch darum, dass man Spaß, Befriedigung bei der Arbeit hat. Das, was ein, ich weiß nicht, vorletzter Beitrag war, das ist es ja. Wir arbeiten wahnsinnig viel wirklich für den Papierkorb. Ich bekam jetzt eine Anfrage der Prüfungsstelle für die Wirtschaftlichkeit der GKV. Warum ich 2015 Desloratadin verordnet habe und nicht Loratadin. Ja, sagen Sie mal. Keine Ahnung mehr. Das eine war ein OTC-Medikament, das muss der Patient selbst löhnen. Und nachdem er viermal das selbst gelöhnte Zeug nicht vertragen konnte, haben wir Desloratadin verordnet. Und das muss ich jetzt 3 Jahre später begründen. Und das macht so wenig Spaß. Das heißt, Sie sitzen dann am Computer und schreiben eine schriftliche Begründung. Ja, warum Sie und das Tollste ist, ich darf den Patienten noch nicht mal fragen, dass er mir den Beleg vielleicht gibt von vor 3 Jahren, weil dicker vermerkt, der Patient ist nicht zu involvieren. Ich darf ihn nicht mal fragen. Aber zu Herrn Lanzendorfer, ich meine, diese Diskussion Facharzt, Allgemeinärzte gibt es ja auch schon sehr lange. Also wenn Herr Spahn sagt, private Krankenversicherung, gesetzliche Krankenversicherung. Es gibt viele schon sehr lange, aber ich habe den Eindruck, das hat Herr Spahn ja auch, dass ich das zuspitze. Aber Tatsache ist natürlich, da muss ich die Politik auch in Schutz nehmen und die Ärzte selber auch ein Stück mit den Krankenkassen zusammen. Es ist ja viel für die Allgemeinmedizin getan worden in den letzten Jahren. Also es gab spezielle Verträge, über die kann man lange nachdenken. Wir fanden als Sachverständigenrat die nicht so gut, weil man keine speziellen Verträge abschließen sollen müsste. Das war ja ein Zwang mit den Krankenkassen. Aber man hat innerhalb der Allgemeinmedizin sicherlich doch einiges verändert und dadurch eben auch gegenüber den anderen Arztberufen die Allgemeinmedizin aufgewertet. Das muss man einfach sagen. Das hat auch etwas mit Reputation und Ökonomie zu tun. Was verdiene ich? Ja. Wo stehe ich sozusagen in der Gehaltsliste? Und was bedeutet das für mich als Allgemeinmediziner? Da ist einiges passiert. Und ich glaube, diese Umverteilungsgeschichte ist dennoch nach wie vor auch ein Ärgernis zwischen Fachärzten, die sehr viel auf technischen Leistungen verdienen, gegenüber den Allgemeinärzten, die ja sehr viel auch möglichst über Kommunikation verdienen und das sollen. Das sind ja auch nicht nur die Hausärzte, das sind ja all jene im Gesundheitswesen, genau, die ihr Geld mit Kommunikation verdienen und mit ihrer Zeit. Das sind genauso die Psychotherapeuten, die Kinderärzte, das sind oder die genauso. Hebammen also, zum Beispiel. Also insofern ist das, glaube ich, noch ein Problem, was auch die Politik oder auch die kassenärztlichen Vereinigungen als Problem zu schultern haben, dass man sich fragt, was sind auch die jeweiligen Berufe wert? Und das muss man eben auch an der Gebührenordnung erkennen können. An der Gebührenordnung? Und da bin ich sehr gespannt. 2019 soll es ja sozusagen eine Annäherung der Gebührenordnung geben, wie das denn, oder eine Kommission, die darüber nachdenken soll. Also da bin ich dann sehr gespannt, darüber, was da passieren wird. Lassen Sie uns ins praktische Leben gucken, was alles passiert in diesem Land, um einen tatsächlichen, nicht gefühlten Ärztemangel auf dem Land, da gibt es tatsächlich die Probleme, auszugleichen. Mittlerweile gibt es sowas wie eine Fangprämie, da gibt es eine schöne Stadt Isselburg, liegt im Kreis Borken, das kennen Sie, ist aber nicht in Ihrem Wahlkreis, nahe der Grenze zu Niederlanden. Wir haben mal geguckt auf der Karte nach Duisburg, nächste Metropole 65 Kilometer, nach Münster 90 Kilometer. Und die nehmen jetzt Geld in die Hand und wir haben für die Stadt Isselburg mal einen Werbefilm gemacht und deren Fangprämie verfilmt. Sie planen, sich mit einer eigenen Hausarztpraxis auf dem Land niederzulassen? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Isselburg, der Grenzstadt im Grünen. Viel Natur, eine gute Verkehrsanbindung und rund 11.000 Einwohner warten auf Sie. Als Willkommensgeschenk zur Praxiseröffnung erhalten Sie von uns als Stadt bis zu 50.000 Euro.
Über das Land Nordrhein-Westfalen und die Kassenärztliche Vereinigung winken Ihnen weitere Zuschüsse. Im Einzelfall kann Ihr Startkapital insgesamt bis zu 138.000 Euro betragen. Haben wir Sie überzeugt? Dann kommen Sie zu uns und eröffnen Ihre Hausarztpraxis im schönen Isselburg. Herr Spahn, Sie werden nicht widersprechen, dass es da schön ist, sonst dürfen Sie sich da nicht mehr blicken lassen. Aber das ist doch eigentlich ein Hilferuf, ein verzweifelter Ruf, wenn man Geld auf die Straße legt, um Ärzte hinzulocken. Klar ist das, sind das neue, ungewöhnliche Maßnahmen und ist auch eine Art, ja, weiß ich nicht, anders zu helfen. Aber Herr Blasberg, wir haben eine andere Frage. Wenn wir schauen würden auf die Moderatorendichte in Deutschland, sind die meisten wahrscheinlich auch in Großstädten wohnhaft. Jetzt brauchen wir da halt keine flächendeckende Versorgung. So schön es sicherlich wäre, aber nichtsdestotrotz ist ja die Frage, wir können die ja nicht zwingen, Ärztinnen und Ärzte, du musst da jetzt hin. Wie setzt man Anreize, um es attraktiv zu machen, in einen bestimmten Ort, in eine bestimmte Region zu gehen? Meine Erfahrung ist übrigens, gerade auch nicht nur im Münsterland, aber natürlich, weil es da besonders schön ist, das ist da jetzt mal heimatverbunden, aber wenn da jemand mal ist, entsteht oft ein Klebeeffekt, weil die Vorurteile, die man gegenüber dem Land hat, auch gegenüber dem Hausarzt sein im Übrigen oft ja hat, das oft vermittelt wird an der Uni, man merkt auf einmal, ist gar nicht so, im Gegenteil, ist sogar ziemlich schön. Und wir müssen es schaffen, dass wir mehr von diesen Klebeeffekten schaffen. Und da ist Geld natürlich ein Mittel, aber ich sage nochmal, es gehören auch die anderen Arbeits- und Rahmenbedingungen dazu. Notdienste, wie ist mein Team, bin ich alleine, bin ich Einzelkämpfer, bin ich im Team mit anderen, was vielen wichtig ist, findet mein Partner einen Job? Oder meine Partnerin ist natürlich für die Frage, ob ich wohin gehe, auch ein Thema. Das heißt, ist es ein Hilferuf? Ja. Aber das Problem ist, das werden Sie mit Geld alleine wahrscheinlich nicht mal lösen können. Ist das eigentlich Ihre Aufgabe, letzte Frage an Sie, Herr Spahn, oder ist es die Aufgabe des Heimatministers Seehofer, ein Kabinett für eine gute ärztliche Versorgung auf dem machen Land? Machen Horst Seehofer und ich in guter Einigkeit, Hand wie immer. Und wieder Horstminister. Herzlichen Dank für diese Runde. Wir haben versucht, möglichst viel der angesprochenen Probleme anzugehen. Wir haben jetzt eine Ahnung davon, dass Herr Spahn demnächst eine Vollzeitbeschäftigung hat. Und wir sehen uns wieder garantiert auch in dieser Runde. Herzlichen Dank und wir gehen jetzt.